Ludwig Tieck, Shakespeare-Novellen. Das Fest zu Kenilworth. Es war in den ersten und heißesten Tagen des Julius, als die ganze Landschaft, Städte und Dörfer in unruhige Bewegung kam. Die großen Feste, die Lord Leicester seiner Königin Elizabeth in seinem Schlosse Kenilworth geben wollte, regten alle Menschen, selbst alte, träge und gebrechliche, auf. Und alle bestrebten sich, zu Fuße, zu Pferde oder in Wagen, jene glückselige Gegend zu erreichen, wodurch Beschützung, Vordringen oder Zufall mehr oder minder von diesen Herrlichkeiten zu sehen war, welche die Fantasie jedem mit den glänzendsten Farben vormalte. Nur ein ruhiges, bürgerliches Haus in Stratford am Avon blieb, wie immer, still und geräuschlos, oder schien es wenigstens. Denn von den Wünschen der Einwohner oder der Unzufriedenheit des einen oder des anderen durfte wenigstens nichts sichtbar werden. Der finstere, einsilbige Vater, dessen Melancholie mit jeder Woche zunahm, schüchterte seine Frau und Kinder so ein, dass die Geschäfte des Tages, die Gespräche, das Aus- und Eingehen in der gewöhnlichen, einförmigen und ermüdenden Ordnung blieben. Der junge 11-jährige Knabe Wilhelm hatte nicht den Mut, seine Bitten vorzubringen. Ob er es gleich wusste, dass die Mutter ihn gern würde gewähren lassen. Mürrisch, im Rechnen vertieft, war der Gatte, ein Mann ungefähr von 36 Jahren, und sein Blick verfinsterte sich immer mehr, indem er ausstehende Schulden summierte und fand, dass sie nicht die Summe erreichten, die er zu zahlen hatte. Die Frau saß an einem der Fenster, die alle wegen der Hitze offen standen, damit eine frische Luft die niedrigen Zimmer abkühlen möchte. Die Frau sah von ihrem Nähzeug oft auf und grüßte auf die Straße hinaus die Vorübergehenden, die lachend, scherzend oder singend, fast alle in fröhlicher Wallfahrt nach Kenilworth begriffen waren. Dieser Wollhandel, rief der Mann von seinen Büchern auf, verbreitet sich, wirft aber immer weniger Gewinn ab. Zeit kostet mich jedes Geschäft, weil ich es gründlich treibe. Und ich bin es längst überdrüssig, dass ich die Stadtgeschäfte auch noch mitverwalten soll. Die anderen Herren haben mehr Muße dazu. Wer schreit da draußen? Unser Gevatter Thomas Hathaway, sagte die Mutter freundlich. Ein lustiger Mann. Ein Narr, brummte der Mann verdrießlich. Der hat Stimme und Brust für die ganze Welt, aber wenn er einmal Rat geben soll, der junge Mensch, so kann er kein Wort aufbringen. Wilhelm, der Knabe, trat schüchtern herein und setzte sich mit einem Buch in eine Ecke. Was willst du? Fragte der Vater. Die Geschwister, die Kleinen, sagte der Knabe, sind mir oben zu unruhig. Man kann keinen Gedanken zusammenhalten. Gedanken, wiederholte der Vater gedehnt. Halte sie ja zusammen, das tut dir Not. Bis jetzt hast du deren noch wenige erjagt und die wenigen haben auch bald wieder Reißaus genommen. Es entstand eine tiefe Stille im Zimmer. Der Vater rechnete, Wilhelm vertiefte sich in sein Buch und der Mutter Blicke ruhten lange und mit rührendem Ausdruck auf dem Antlitz des Kindes, dessen Wünsche vorzutragen sie den Mut nicht finden konnte. Die hellbraunen Augen des Jungen sahen zuweilen glänzend und bittend nach der Mutter. Diese schüttelte aber mit dem Kopfe, als wenn es noch nicht Zeit sei, das große Geschäfte in Gang zu bringen. Herein, rief der Vater auffahrend, was poltert denn draußen so ungestüm herum? Ich bin es, trefflicher Shakespeare, antwortete eintretend ein junger, heiterer Mann. Es war derselbe Thomas Hathaway, der kurz zuvor laut singend an dem Fenster vorübergegangen war. Störe ich euch? Fuhr er fort. Nein, sagte der Verdrießliche, indem er mit finsterer Miene von seinen Büchern aufstand. Ich glaubte, ihr wäret schon unterwegs. Meine Schwester, antwortete der junge Mann, war mit ihrem Anzuge noch nicht fertig, wie es die Weibsleute denn einmal machen. Nun und ihr? Freilich weiß ich es schon, dass ihr solche Torenwanderungen, wie ihr sie nennt, nicht mitmachen werdet. Auf keinen Fall, sagte der Vater. Auch wenn ich nicht meiner Geschäfte wegen wieder auf einige Tage nach Bristol müsste. Morgen reise ich ab und komme erst in 4 Tagen wieder. Umso besser trifft es sich ja, fuhr der junge heitere Mann fort. Denn ihr könnt nur noch weniger dagegen haben, uns euren jungen Sohn mitzugeben, für ein eigenes Kind oder einen Bruder sorgen wollen. Daraus wird nichts, antwortete der finstere Kaufmann. Aber ich habe es schon seit einigen Tagen gemerkt, dass ihr alle, auch die Mutter mit eingerechnet, da hinaus wollt. Der Junge lernt so nichts. Romane, Albernheiten erfüllen seinen ganzen Kopf. In der Schule ist er nicht fleißig.
Die Schule ist ja für diese Woche aufgehoben, sagte jener. Einerlei, fuhr der Eifernde fort, es soll nicht sein. Die Mutter stand auf und Thomas fasste die Hand des Mannes, indem er schmeichelnd sagte, seht, Freund und Herr, solch Fest, von dem wir schon manches versäumt haben, kommt wohl in Menschenalter nicht wieder in unsere Gegend. Was der große Lord alles anstellt, ist unbeschreiblich und übertrifft alles, was man nur erwarten kann. Es ist ja wahrlich, als wenn die alte Tafelrunde Arthurs wieder auflebte. Wenigstens kann es dort nicht wundervoller hergegangen sein. Das ist es eben, sagte Shakespeare, dies weltlich hoffärtige Treiben, dieses sündhafte Prunken und Prachtausspielen, dieser Übermut der vornehmen, reichen Welt. Wie können wir, die wir von einem Tag zum anderen sorgen müssen, doch daran nur ein Ergötzen finden, da uns diese unvernünftige Verschwendung nur mit Hohn unsere eigene Armut vorwirft? Bitterkeit, Trübsinn, Hass und Ekel würden mir alle diese Leichtfertigkeit erregen, wenn ich gezwungen würde, auf irgendeine Weise Teil daran zu nehmen. Und die arme Landschaft wird gehetzt und geängstigt, um Last wie Karren und Wagen, Lebensmittel und Getränk herbeizuschaffen. Vieles wird bezahlt und vergütet. Aber wie? Und wie vielen Hunderten geschieht von den hoffärtigen Dienern und Aufsehern Gewalt und Unrecht? Teurer Mann, sagte der Jüngling, ihr seid zu ernst für diese Welt. Ihr seht alles nur darauf an, inwiefern es euch und anderen Verdruss machen könnte. Die Pracht fährt auf ihrem Wagen der Begeisterung, vor dem Eitelkeit und Hoffart angespannt sind, hin durch die grüne Sommerwelt. Und die Dichtkunst erwacht in Wald und Flur, die Schalmeien klingen, jung und alt jubelt, und keiner nimmt es im Rausch so genau, von woher die Freude kam und ob sie Torheit zu nennen sei. So besteht die Welt und geht bald frisch, bald träge vorwärts. Ja, ja, murmelte der ältere Mann, ihr verderbt mir den Burschen auch, und ebenso tut es die Mutter da und alle. Seht, das ist es eben, was ihr so meint und sprecht, und meine Frau und zuweilen eure sonst klügere Schwester Johanne, das ist jener Taumel, jener Wahn, aus dem uns alles Elend des Lebens kommt. Das Leben ist ernst und finster, der Not muss durch Erwerb, dem Last durch Tugend und Aufopferung, dem Umsichgreifen jener Torheit, durch Wahrheit und Kraft entgegengearbeitet worden. Wo das Volk, Adel und Fürst in euren Bahn gehen, da entsteht eben Gottlosigkeit, Tyrannei und aller Frevel. Oh ja, die Vorderseite des traurigen Gefängnisses sieht schmuck und einladend aus, aber drinnen, so ist es mit Frankreich gegangen, das aus Italien und aus allen Ländern den weltlichen Übermut und Hoffart überkam und Poesie, wie ihr es nennt, und Üppigkeit und Wollust aller Art. Seht nur hinüber. Ihr habt auch schon die fürchterliche Bartholomäusnacht vergessen, die uns alle vor 2/3 Jahren so unendlich erschütterte. Nicht wahr? Da wurde auch gelacht. Da gab es auch Hoffeste. Und der junge Karl ist ein feiner Hofmann und Falkenjäger und Poet. Nicht? O Wahnsinn! Wahnsinn dieser Welt!